gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus an dem Moment. Wir reden über Ueli Maurer und Christoph Blocher, über den SRG-Generaldirektor Marschall, der zurücktritt. Und das heisst, man redet schon da, wer könnte dann Nachfolger sein. Massendemo in Deutschland gegen AfD. Was bedeutet das? Der Ron DeSantis geht auf. Nikki Haley ist noch die letzte Konkurrentin von Donald. Also reden wir über den Ueli Maurer. Altbundesrat, schon seit längerem verhaltensauffällig. Schon früher oft gesagt, ich habe keine Lust. Und jetzt richtig ausfällig, vor kurzem gegen die SRG, er verlangt jetzt ein Schmerzensgeld, wenn ich das Sender schaue. Jetzt gegen die Corona-Politik vom Bundesrat, in dem er selber ja gesessen ist. Es sei eine Massenpsychose gewesen, erklärt er jetzt in einem Portal von ganz rechts aussen. Und die Impfung sei vor allem heisse Luft gewesen. Und Pharmakonzern hätten Ängste geschürt, um richtig können Kasse zu machen. Markus. Ja gut, also erstens, Ueli Maurer ist einer der besten Bundesräte, die wir je gehabt haben. Zweitens bin ich nicht überall gleicher Meinung, was er jetzt hier sagt. Der erste Punkt, ja, Massenpsychose, das kann man so sagen. Wir haben alle überreagiert, die Politik hat überreagiert, wir Journalisten, alle, wie man jetzt langsam erkennt. Oder wir haben viele Massnahmen gemacht, die eigentlich nicht nötig gewesen wären. Das beste Beispiel ist Schweden, wo eine Bilanz hat gezogen, wo eben zeigt, dass man auch anders hätte können gehen. Aber auch die Schweiz hat es ja relativ gut gemacht und das war auch wegen Ueli Maurer, weil Ueli Maurer im Bundesrat immer wieder Widerstand geleistet hat. Was Impfen betrifft, bin ich anderer Meinung als Ueli Maurer, aber wir müssen uns nicht immer einig sein. Also, ich bin da völlig anderer Meinung als du da. Sagst, der Ueli Maurer hat ja zusammen mit dem damaligen CS-Spitzenmann Thomas Gottstein das Konzept von der blitzschnellen Corona-Gelder an Firmen ausgeheckt. Das hat Milliarden gekostet. Jetzt ist rausgekommen, es ist nicht gut durchgedacht, viel Betrug ist ermöglicht worden. Und darum glaube ich, er ist jetzt generell frustriert, er ist weg vom Fenster und er hält das nicht aus. In der Schweiz, wie andere Altbundesräte, mit unüblichem Verhalten, die sich da einbringen und ablenken davon, dass eigentlich die Corona-Pandemie ihm seine Kasse geleert hat und er dafür die Verantwortung müsste tragen. Nein, das sehe ich nicht so. Erstens erlebe ich ihn ja auch noch und es ist überhaupt nicht so, dass der Ueli Maurer jetzt da wahnsinnig bedauert, dass er nicht mehr Bundesrat wäre. Im Gegenteil, ich glaube, er genießt jetzt, dass er mal sagen kann, was er denkt. Und das ist ja auch gut, das ist ja eine der grossen Stärken auf unserem Land, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das ist das Erste. Dann bei der Kassenlehre, ja, das ist ein Problem, aber die Schulden können wir abbauen. Hat ja aber gezeigt, er hat doch jetzt ganz schnell... Er hat ja keine andere Wahl gehabt. Massenhysterie, wenn er jetzt einmal... Ja. Er ist offenbar hysterisch gewesen. Nein, für die Wirtschaft ist das total gut gewesen. Zu dem Stani würde ja jetzt wieder gut heißen. Das haben sie richtig gemacht. Und dass es Betrug gegeben hat, das ist normal in so einer Grossmassnahme. Alle Leute haben uns bewundert im Ausland, dass wir so schnell haben können reagieren. Aber warum hat er denn so schnell reagiert? Wenn es eine Massenpsychose gewesen ist? Weil es eine Massenpsychose gewesen ist, wo sich niemand hat können entziehen. Ich meine, wenn der Bundesrat nachher beschließt, wir machen einen Lockdown, wir machen alles zu, dann hätte man müssen etwas machen für die Wirtschaft, dass die nicht zusammenbricht. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, neben Amerika, die sich sehr schnell gut erholt hat aus der Corona-Epidemie raus. Und das ist auch die Leistung von Ueli Maurer. Ich finde, die ganze Kreditgebung an die Firmen, die so schnell gegangen ist, das ist eine der grössten Leistungen, die die Schweiz je gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Das ist mal das Erste. Und noch eine ist Massenpsychose. Da sind wir uns ja wahrscheinlich jetzt langsam auch einig. Also nur ein kleines Beispiel. Der Fauci, der Superpapst in Amerika, hat ja jetzt müssen zugeben, zum Beispiel, dass die ganze Abstandsregel, die in Amerika geheissen hat, 6 Fuß, bei uns ist das, glaube ich, 1,50 ist das, dass du 1,80 ist falsch gerechnet, 1,80, dass da keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Am Anfang hat man das noch nicht gehabt. Aber zwei Jahre lang hat das gemacht. Das ja, aber gut. Aber umgekehrt, der Ueli Maurer, der ja Spezialist ist in Krankheitsfällen oder bei Pandemien, sagt jetzt, die Impfung sei mehr heisse Luft als etwas anderes. Und alle Fachleute sagen, nein, das ist das Gegenteil. Dass er jetzt mit dem kommt und sich auf diese Art und Weise bei rechts aussen Portal profilieren will, finde ich irgendwie peinlich.
Aber erstens ist schon mal das eine Unterstellung. Also, Ueli Maurer muss sich nie mehr profilieren. Ganz gleich wo. Ueli Maurer ist ein erfolgreicher Bundes- und wir gerne auch er noch seine Meinung äußern. Er ist ein politischer Mensch wie du. Er und hat ich. Einfach und gesagt, er weiss, gern. Wie ein Medien muss spielen muss, um Aufmerksamkeit ja, überzukommen. Aber er braucht ja nichts mehr. Das ist ja, der offenbar doch. Nein, er ist offenbar einfach, doch. Nein, und er sagt ja Sachen, die wichtig sind, wie bei der Impfung. Tut mir leid, die Fachleute haben dort auch Mumpitz erzählt. Man hat dort Sachen erzählt, die man heute weiss, stimmt nicht. Man hat gesagt, ja, das tut auch die Ansteckung von anderen Leuten verhindern. Das hat nicht gestimmt. Und da weiss man heute, bis heute nicht, hat die Pharma da etwas Falsches gesagt oder haben die Behörden etwas Falsches gehört und nachher verbreitet. Also es ist nicht vollkommen aber falsch. Aber die Impfung hat genützt. Ja, sie hat genützt. In dem Sinn, dass viele Leute nicht einen schweren Verlauf haben. 1,4 Millionen ja, Menschen sind in Europa ja, nicht gestorben. 1,4 Millionen. Gut, da bin ich an deiner Meinung. Und gleichzeitig ist es auch richtig, wenn er sagt, es ist eben auch heiße Luft. Zum Beispiel hat man eben die Wirkung dann von der Impfung auch übertrieben. Man hat es am Anfang nicht gewusst, aber Gott sei Dank hat man das mal. Reden wir über den zweiten grossen SVP-Mann, Christoph Blocher. Letzte Albis-Güte-Tagung hat er überraschend gesagt, nach über 30 Jahren. Wo er das ja ganze Jahr gegründet hat. Er sei jetzt 84, er sei jetzt alt. Und da fragt man sich, was bedeutet das für seine Rolle in der SVP und natürlich auch für den Albis Gürtli. Du als Blocher-Biograf und Blocher-Insider bist ja natürlich dabei gewesen. Was sagst du dazu? Erstens ist er 83. Er ist im 84. Lebensjahr. Das weißt du auch, das gibt grosse Unterschiede. Wenn man alt ist, muss man da gewisse Unterschiede machen. Das Zweite ist, ja, es war eine riesen Überraschung. Es war meiner Meinung nach für das Publikum ein Schock gewesen. Also viele Leute haben dann gerufen, nein, Christoph, das kannst du nicht machen. Und nachher hat es eine Standing Ovation gegeben, die fast nicht mehr aufgehört hat. Ist für mich, ganz ehrlich, auch emotional gewesen. Ein emotionaler Moment. Auch für mich persönlich, ich meine, ein bisschen anders als du, ist praktisch mein ganzes Journalistenleben prägt gewesen von der Auseinandersetzung mit Christoph Blocher, oder? Seit 1992. Was heisst Auseinandersetzung? Er war ja dein Chef und hat dich reich gemacht. Ich rede die Auseinandersetzung von der Schweiz mit dem Christoph Blocher. Ah, oder? Ich sage jetzt das auch als Historiker. Es war ein spezielles Privileg, dass man können über so eng beobachten, analysieren, auseinandernehmen, wo wahrscheinlich zu den grössten Politikern gehört, die die Schweiz hatte in den letzten 400 Jahren. Das war lässig, aber das ist für mich auch ein Epochenende, wo mir auf eine Art auch zu denken geht. Und ich denke, wir Journalisten haben so gelebt von dieser Auseinandersetzung mit dem Christoph Blocher, wo das Land hatte. Und jetzt ist das irgendwie vorbei. Warum ist es vorbei? Ist es vorbei? Er wirkt ja noch luzid, er redet eigentlich noch gut, aber er redet jetzt vor allem vom Alter und vom Tod. Ist er dann jetzt wirklich weg vom Albis Gürtli an? Das gibt es jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich an. Ohne Blocher kaum vorstellbar. Aber wie wird er in der SVP präsent bleiben, Markus, deiner Meinung nach? Also erstens wird er sicher präsent bleiben. Hat er übrigens dort auch öffentlich gesagt. Das ist einfach nicht zitiert worden. Er hat gesagt, ich halte jetzt die letzte Rede. Aber ich werde immer da sein, solange ich kann. Vor allem, wenn es natürlich jetzt um das neue Rahmenabkommen geht. Da werde ich mich extrem engagieren. Weil er einen Auftrag hat? Weil er das Gottverdeli das Land muss retten. Das ist ein wieder das ist auch mein, Auftrag. Das ist sein Auftrag. Nein, hör auf. Ich meine, wir haben da wieder ein Abkommen vor uns liegen, das eine Katastrophe ist. Dass da ein Christoph Blocher weitermachen ist klar. Aber noch eines, ich will es betonen. Erstens finde ich, es ist unglaublich gross vom Christoph Blocher, dass er den Rücktritt so gibt. Ich meine, das zeigt auch einfach, dass er total reif ist und das hat können machen. Viele Leute, Klaus Schwab habe ich zum Beispiel gehört, hast du das gewusst? Der ist auf Lebenszeit gewählt, Präsident. Von sich selber? Ja, der ist auf Lebenszeit. Und der Nachfolger ist schon bestimmt, aber ja, der neue Nachfolger, der darf nur den Nachfolger dann wählen. Also es ist wie beim Papst. Ja, faktisch wäre der Blocher auf Lebenszeit, wenn er will. Ist eben nicht, sondern er kann eben auch sagen, jetzt höre ich auf. Und er hat mir dann nachher gesagt, du, ich musste aufhören, weil ich rede schon seit die 80er bin, habe ich denen gesagt, wir brauchen ein neues Konzept, ich kann das nicht mehr, weil das ist zu anstrengend, oder? Aber sie haben nichts gemacht, also deshalb habe ich jetzt das jetzt einseitig bringen. Also du nimmst ab, politisch wird er präsent sein, Albis Gürtli ist jetzt Teil von der Geschichte, oder? Ja, das wird nie mehr so sein, wie es vorher war, ist eindeutig. Ich habe das erste Mal 1798, kann ich jetzt sagen, 1998 habe ich das erste Mal über das Albis Gürtli geschrieben, damals noch für den Tagesanzeiger. Nein, das ist also eben, das geht auch um mein Leben, das ist wahnsinnig. Also, reden wir über die SRG, der Generaldirektor ist
Gilles Marchand tritt zurück. Überraschend eigentlich. Er will Platz machen für jemand Neues im Hinblick auf die Abstimmung. Hat man das in der SEG besprochen, die 200-Franken-Abstimmung-Initiative, die kommt. Das heisst, die nimmt man extrem ernst. Und man hat das Gefühl gehabt, der Marchand ist da der falsche Mann. Er kann nicht richtig kommunizieren, vor allem nicht in der Deutschschweiz. Ist zwar seit Jahren ist er in Bern und versucht, Deutsch zu lernen, hat es aber irgendwie nie angebracht. Und jetzt will man jemand Neues bringen, der dann die nicht ganz leichte Aufgabe hat, die nicht ganz chancenlos ist oder in der chancenreiche Initiative zu bodigen. Ja, ich glaube, das ist vor allem, da hast du richtig gesagt, in meinem Interview für das Persönliche, glaube oder für den Tagesanzeiger. Er hat so dumm und unbeholfen reagiert auf den Vorschlag von Albert Rösti im Bundesrat, der zuständig ist, dass man eben könnte auf 300 Franken runtergehen könnte. Da hat ja die SRG richtig kopflos reagiert und der Gilles Marchand hat man für das verantwortlich gemacht. Ich glaube, der Verwaltungsrat hat dann plötzlich gemerkt, jetzt lange es. Weil eigentlich hört man aus der SRG schon lange, dass der Gilles Marchand angezählt ist, aus dem Grund, auch wo du sagst, er ist ja keine Präsenz hat er gehabt in der Deutschschweiz. Und diese Abstimmung kannst du nur in der Deutschschweiz gewinnen oder verlieren. Das Welsche Land ist nicht so wichtig, weil dort die SRG absolut unbestritten ist und im Tessin eigentlich auch. Also du musst sie im Deutsch, die Deutschschweiz ist wichtig und deshalb ist ja klar, es kommt ein Deutschschweizer. Du hast gesagt, es muss eine Deutschschweizerin sein, weiss ich nicht. Medien sagen Medien das. Sagen, du ja, bist ja Medien. Ja gut, also zum Beispiel der NZZ am Sonntag, 4 Frauen werden genannt, kein Mann, auch an anderen Orten, also Wappler, Wille, Heimgartner und Bieler. Genau, also, aber das ist ja irgendwie auch noch bezeichnend. Man hat offenbar das Gefühl, eine Frau ist dann weniger angreifbar als ein Mann, wenn es darum geht, die SRG zu verteidigen, oder nicht? Wobei, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das dann am Sonntag vollkommen richtig liegt. Ich glaube, in der SRG, ich weiss nicht, die Nachfolge ist meiner Meinung nach wahrscheinlich schon lange vorbereitet, weil man eben damit gerechnet hat, dass man den Marschall aus dem Rennen nehmen muss. Aber ich weiss nicht, ob jetzt wirklich eine Frau das wichtigste Kriterium ist. Ich glaube, das allerwichtigste Kriterium ist meiner Meinung nach, jemand, der gut ankommt in der Deutschschweiz, jemand, der nicht links ist. Das ist viel, viel wichtiger. Es muss jemand sein, der nicht links ist. Das heisst nicht, dass, dass die Person muss irgendwie rechtsbürgerlich sein oder dezidiert bürgerlich. Aber es muss einfach jemand sein, der nicht links ist. Weil der Angriff auf die SRG kommt von rechts. Und dann muss man so reagieren. Der ehemalige Generaldirektor von der SRG, Armin Walten, 16 Jahre lang war er Generaldirektor gewesen, meiner Meinung nach der schlechteste Generaldirektor, den die SRG je gehabt. Und ich kenne alle weit, weit zurück, bis in die 70er Jahre im Sonntagsblick, hat er gesagt, die SRG muss einen Generaldirektor ganz oben aus der Politik, hat vorgeschlagen, der FDP-Präsident Thierry Burkhardt oder der Ständerat Damian Müller, oder dann hat sogar gesagt, vielleicht einer von der SVP, total grotesk sein. Die SRG muss ja eine gewisse Unabhängigkeit haben, darf nicht als Staatsfunk wahrgenommen werden, muss eine gewisse Unabhängigkeit haben gegenüber der Politik. Und jeder weiss ja, dass der Thierry Burkhardt nicht SRG-Präsident werden will, sondern Bundesrat. Ja gut, ich weiss nicht, ob das so wichtig ist, aber vor allem entscheidend ist ja auch für einen Thierry Burkhardt-Wähler, dass die undankbarste Aufgabe überhaupt, er müsste nämlich nachher die SRG die ganze Zeit verteidigen gegen die Bürgerlichen und er ist ein dezidierter Bürgerlicher. Also das geht für ihn gar nicht, ohne dass er den ganzen Tag Krotten schlucken. Das ist eine groteske Idee. Vielleicht hat es mit der Lebenspartnerin zu tun von Armin Walpen, das ist Doris Fiala, freisinnig, aber eine, die immer anderen Freisinnigen gerne noch etwas zu leid tut, weil das ist für einen Freisinnigen Katastrophe, wenn er das jetzt müsste übernehmen, so ein Amt. Aber vor allem wichtig ist, und da hast du völlig recht, Armin Walpen, ich halte ihn auch für absolut medienfremd. Und es muss doch jemand sein, der noch eine Ahnung hat von einem Medium. Also, weil letztlich die SRG hat enorme, wie wir alle, enorme Herausforderungen mit dem Strukturwandel, den wir haben. Die Einschaltquoten fallen zusammen. Sie haben praktisch nur noch Leute, die relativ alt sind. So über, also das Problem haben wir alle, das ist nicht SRG, aber da braucht es auch jemanden, der von den Medien nicht genau, und ich habe in meiner Stellungnahme im Tagesanzeiger dem Interview gesagt, dass Volkstümmelnde, die dort überhand nehmen, nicht nur Landfrauen, Küche, viel Banales, kochende Parteipräsidenten, Billigproduktion am Samstagabend, wie wer wohnt wo, also katastrophale Sendungen für den Samstagabend, Stillstand in der Information, vor allem in der Tagsendung, dafür viel TikTok, viel Lefanz. Und jetzt soll also eine Frau kommen. Eine Frau muss das jetzt irgendwie retten, das Schiff. Und das ist also eine Hochrisikoposition. Weil wenn die Abstimmung verliert, dann ist sie auch erledigt, oder? Also, ich weiss nicht, ob es da viele gibt, die das überhaupt in Kauf nehmen.
Ja, ja gut, aber es ist gleich ein schönes Amt. Also nein, finde ich jetzt überhaupt nicht. Also ich finde, die Leute, die das machen, die muss man nicht bedauern, sondern denen kann man gratulieren. Das ist ein lässiges Amt. Da hat man enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Die SRG, wie gesagt, ist in einer schwierigen Zeit, wie alle von uns Medien. Aber das ist doch auch irrsinnig interessant. Nein, ich würde jedem den Job empfehlen. Aber wie gesagt, er darf politisch... Ja, nein, er darf politisch einfach nicht... weder rechts noch links sein, er muss einfach, und ich betone es noch einmal, er muss überziehen, wo halt auch in den bürgerlichen Kreisen auf Vertrauen stößt. Das ist das Hauptproblem gewesen. Nicht beim Gilles Marchand, der Gilles Marchand ist ja gar nicht präsent gewesen, man weiss nicht einmal, wo der politisch gestanden ist. Aber das Problem ist, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, ja, die SRG eben hat ein politisches Problem, also braucht es jemanden, der auch mit Politikern kann reden und in Bern weiss, wo der Eingang ist zum Bundeshaus, wo weiss, dass es eine Wandelhalle dort gibt und wo weiss, es gibt 7 Bundeshäuser und nicht 10. Also, es gibt so einen, ich habe den sogar vorgeschlagen, der all diese Sachen bringt. Oder übrigens ist er auch noch Arena-tauglich, nämlich Jonas Breuer. Sehr ein überraschender Vorschlag, den ich brachte. Die Reaktionen sind sehr vielfältig gewesen. Was meinst du? Ja, das ist ein Todeskuss, wenn du... Wieso? Ja, ich meine, du bist jetzt einer, außer dort, wo du eine Sendung gehst bei der SRG, bist du der älteste SRG-Kritiker. Ja, aber wer ist nicht, die müssen ja auch irgendwie ja, dann eine Lösung finden. Aber Roger, ist doch klar, also ist etwas Gleiches, wenn ich jetzt jemanden lanciere, wenn ich jetzt den Roger Schawinski würde lancieren oder den also Filippo Lüttenegger, auch chancenlos, weil auf mich würden sie jetzt auch nicht hören. Nein, die sind alle zahlt, aber das aber ist der Jonas Breuer. Ich muss sagen, Jonas Breuer hätte dort sicher das Potenzial und du hast noch etwas Wichtiges, nämlich gesagt, er kann auch gut Französisch, das wäre wichtig, also er ist praktisch ein Beileg, hat eine welsche Frau, das ist immer gut. Und er ist ja, also wenn wir nicht reden, ist ein sehr guter Journalist, kennt die Medien sicher sehr gut, kennt Politik gut. Aber wie gesagt, du hast jetzt den Todeskuss schon gegeben. Das glaube ich und nicht. Von dem her, ja. Das glaube ich also nicht, weil dort offenbar, wie hat es geheissen, ich sage Schlüsselfigur in der Schweizer Medienlandschaft, das der Tagi geschrieben. Das stimmt, aber das sagt der Tagi, das sind die privaten Medien. Ja, und bei der SRG bist du ein bisschen ein rotes Tuch. Das glaube ich. Das glaube ich also nicht so. Aber übrigens noch Klammern, einfach noch am Rand, weil eben da hat ja der Bundesrat Rösti die 300-Franken-Idee gehabt. Und ich habe jetzt nachgelesen in meinem Buch über No Billag, das ich 2018 geschrieben habe. Und dort ist das tatsächlich drin gewesen. Also in bester Jacobo-Manier. Meine Idee gewesen. Ja, kauft das Buch. Ja, Cassandra vom Zürichberg. Meine Idee gewesen. Gut, also reden wir über die deutsche Demonstration in den letzten Tagen und Wochen. 100'000, über 1 Million sind auf die Straße gegangen als Zeichen gegen Rechts, gegen Rechtsextreme, gegen die AfD. Und das war eine Überraschung gewesen. Wir hatten ja vorher die Proteste mit den Bauern, hat man das Gefühl gehabt, das geht alles zum Ruder aus. Und jetzt plötzlich riesige Demonstrationen, wo man seit, was weiss ich, 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Wie empfindest du das, Markus? Ja gut, also wir haben ja schon, glaube ich, über Bauernproteste auch schon geredet. Deutschland ist unglaublich unruhig, hat einen schwachen Kanzler, der die Autorität jeden Tag mehr verliert. Der wird nicht mehr so lange dort sein, glaube ich. Und ja, ist klar, die AfD ist ein Riesenproblem für die Partei, wird wahnsinnig stark werden wahrscheinlich dieses Jahr. Das sind selber die Schuld, die Deutschen können nicht umgehen mit Minderheiten, sie können nicht umgehen mit Opposition. Sie sind in dem Sinn wirklich immer noch nicht ganz ausgewachsene Demokraten, aber auch da werden sie noch lernen. Und die Proteste, ich finde immer gut, umso mehr das demonstriert wird, umso besser, das stört mich nicht, solange es friedlich ist. Und dass jetzt die Leute sich wehren, die die AfD daneben finden, ist auch okay, das ist gar kein Problem. Viel problematischer ist, dass der Verfassungsschutz gegen die AfD vorgeht und das Gefühl hat, man müsse da eingreifen in die Demokratie. Das ist genau der falsche Weg. Und das wird genau zu dem führen, was sie eigentlich verhindern wollen. Also, das wissen wir noch nicht, wie der Verfassungsschutz reagiert. Ich finde das ein unglaublich positives Zeichen. Demokratie ist eben doch stärker in Deutschland, als man es glaubt. Die Leute gehen auf die Straße zu Hunderttausenden und überlassen das Feld nicht nur der AfD, wo man das Gefühl hat, es gäbe einen Durchmarsch. Deutschland sei in der Seil. Ja, die Regierung die ist in der Seil. Ampelkoalition ist verstritten, aber offenbar die Bevölkerung ist viel stärker. Und das tut doch vielleicht die ein bisschen verunsichern, wo eben das Malaise, wie du jetzt präsentiert hast, immer wieder beschrieben, zum Beispiel der Erik Guyer, Chefredakteur der NZZ, der das schon lange sagt, oh, Deutschland mehr oder weniger ist verloren. Und jetzt sieht man plötzlich, die Leute stehen auf, gehen raus und machen etwas Aktives. Ich bin begeistert.
Nein, ich überhaupt nicht. Also Erik Guier sagt nicht, Deutschland ist verloren, das ist auch falsch zitiert. Aber ist das er sagt, die Regierung ist verloren und das ist ein riesen Unterschied. Nein, das Land. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, die Wirtschaft ist auch verloren und nicht verloren, ist angeknackst. Aber der Punkt ist ja, dass er, gleich wie ich, findet, hey, kommen wir mal mit einem normalen Umgang mit dieser AfD. Es ist vollkommen falsch, wie wir probieren, die auszugrenzen. Es ist vollkommen falsch und da gehören natürlich auch die Demonstrationen dazu. Betone es noch einmal, ich habe nichts gegen Demonstrationen. Aber die ganze Dämonisierung von der AfD, die da mitgeht, ist ein riesen Fehler. Es hat einfach den Nazi-Flügel. Ja, der Flügel kann man fortrühren, der sollte schnell abschiessen. Der Flügel dominiert alles. Aber solange dass die anderen so saublöd tun, sie machen es natürlich extra, weil sie natürlich wissen, für die CDU ist das grösste Problem. Oder wenn die AfD so stark wächst und die auch noch so ausgegrenzt wird, dass praktisch in Ostdeutschland 40% als Nazis angeschaut werden, dann kann die CDU nie mehr regieren in diesem Land ohne SPD. Und die SPD ist eine Partei, die teilweise in Ostdeutschland fast nicht mehr vorkommt. Die sind auf 3-5%. Das ist eine ganz kleine Partei, die einen überproportionalen Einfluss hat auf die Öffentlichkeit, weil praktisch alle Medien die SPD mehr oder weniger unterstützen. Also gut, das ist natürlich falsch, weil wenn sie so unbedeutend ist, wie du jetzt sagst, dann muss sich auch die CDU nicht auf die einlassen. Und es geht nicht um die Wähler von der AfD, sondern um die Führung von der AfD, was sie sagen, Weidel und vor allem der Björn Höcke, das ist wirklich eine Nazi-Diktion, die da kommt und die da ungestraft kann offenbar in Deutschland verbreitet werden, wo einem wirklich Schauder also, den Rücken abhält. Ich bin nicht Freund von Höcke, ich finde den deutschnational, ich würde den so lange aus der Partei rausrühren, aber der als Nazi bezeichnen, ist eine lächerliche Verharmlosung von den Nazis. Nein, Entschuldigung, also so weit geht es nicht. Kann man mal lesen, was der alles gesagt hat. Sag mal Zitat, das ist NSDAP-Parteiprogramm. Absolut. Also kannst du mir das zeigen? Nein, ich kann es nicht. Es ist richtig festgehalten worden, dass man ihn als Nazi bezeichnen kann, aufgrund von seiner Äußerungen. Das heisst jetzt überhaupt nicht. Gib mir die Zitate. Ich kenne es nicht. Ich würde jederzeit sagen, der Höcke muss man rausrühren aus dieser Partei. Der hat extremistische Züge. Der hat deutschnationale Züge auf eine Art, die ich jenseits finde. Er ist apologetisch, was den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust betrifft. Ich finde den unerträglich. Aber wenn man den als Nazi bezeichnet, macht man es dem Höcke sehr, sehr leicht. Und vor allem ist es dumm, wenn man nachher eine Partei fast als Nazi-Partei muss verfolgen. Und ich würde noch einmal sagen, die CDU kann deswegen nicht verzichten auf die SPD, weil es rechts nachher so einen riesen Lager hat. Das ist etwa genau gleich, wie man bei uns gesagt hätte, die SVP darf nie im Bundesrat, die SVP darf nie im Regierungsrat. Dann wäre die Partei auch 40% und wir wären gleichzeitig blockiert. Also wir müssen abbrechen. Ich wollte nur sagen, zwischen der SVP und der AfD gibt es massivste Differenzen. Wenn du das alles jetzt einfach auf die gleiche Ebene bringst, finde ich das ziemlich fatal. Das mache ich nicht. Das ist vergleichbar. Die SVP ist eine vollkommen andere Partei. Eben. Ich habe gesagt, wenn wir die SVP ähnlich dumm behandelt hätten, wie die Deutschen das machen, dann wäre die SVP auch auf eine Art gross geworden und unser Regierungssystem wäre blockiert gewesen, weil man mit denen nicht mehr hätte koalieren können. Aber die SVP haben darum nicht so behandelt, weil sie eben auch nicht so war wie die AfD. Nein, bestimmt nicht, sondern weil wir bessere Demokraten sind, weil wir wissen, wie das geht und die Deutschen wissen das immer noch nicht richtig. Also noch ganz kurz, ich finde das immer nett, wie du die Deutschen runterfräst, Franzosen runterfräst. Jetzt reden wir noch über die Amerikaner. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Der Ron DeSantis ist dein Hoffnungsträger gewesen, wie du mehrfach in dieser Sendung gesagt hast. Hat kapituliert gestern, auf jämmerliche Art hat er versagt, hat viele Millionen verbrannt, der Gouverneur von Florida, hat den Trump nie richtig angegriffen, weil er gehofft hat, dass er dann Anhänger von Trump auf seine Seite können bringen. Aber die haben sich natürlich für das Original entschieden und nicht für ihn, eine schwächliche Kopie, und hat jetzt also das Handtuch gerührt. Was hat dir denn so gefallen an dem Ron DeSantis, Markus? Ron DeSantis
Verständnis. Finde ich einen der besten Governors, die sie überhaupt haben. Schau mal die Zahlen an von Florida. Vergleich das mit dem Staat New York oder mit dem Staat Kalifornien. Katastrophal. Ja, das sind demokratisch beherrschte Staaten, die du sicher sehr sympathisch findest. Bücherverbote, Florida blüht. Disney ist ganz richtig unter Druck gekommen. Gut, aber als Präsidentschaft, du hast ihn als Präsident wählen. Ich hätte ihn sehr gerne als Präsident, weil er bewiesen hat, wie man mit der Verwaltung umgeht, die sicher nicht republikanisch prägt ist. Das ist ein Riesenerfolg. Er hat Florida auch sehr gut durch Corona durchgezogen. Ich finde, er ist ein sehr guter Chef von einer Regierung. Leider ist er nicht so ein guter Wahlkämpfer wie der Donald Trump. Er hat nie das Charisma. Hat vielleicht auch den Wahlkampf falsch gemacht. Bin so nicht in der Meinung, dass es etwas gebraucht hat, wenn er angegriffen hat, weil der Donald Trump, jeder, der Donald Trump angreift, kommt eigentlich so wahnsinnig unter die Räder, dass man sich kann fragen kann, was bringt das? Ich glaube, zur Zeit, und wir werden es jetzt auch bei Nikki Haley erleben, zur Zeit ist es so, am Donald Trump kommt niemand vorbei in der republikanischen Partei. Das ist ja das, was der Markus Sommer jetzt muss feststellen, er ist ja ambivalent, hat immer gehofft, dass der Trump nicht gewählt wird, dass ein besserer kommt, ein zyberer, ein normaler, wie der Ron DeSantis, der ist jetzt auch noch weg. Jetzt bleibt nur noch Nikki Haley. Ist die letzte von den 13 Gegenkandidaten von Donald Trump in der Umfrage für die morgigen Primaries in New Hampshire liegt sie klar zurück. Also wenn sie dort nicht gönnt, dann wird sie wahrscheinlich weg sein und das Ganze wird entschieden sein, die ganzen Primaries nach der ersten eigentlichen richtigen Wahl. Oder hast du immer noch Hoffnung auf Nikki jetzt? Nein, es ist klar, es ist vorbei. Also er wird sicher morgen gewinnen. Die Frage ist nur noch, wie deutlich wird er gewinnen. Und zweitens spielt es nicht einmal so eine grosse Rolle, weil nachher kommt South Carolina. Und South Carolina ist ja noch viel mehr voraus, was ironisch ist, weil sie kommt selber aus South Carolina. Also von dem her, nein, Donald Trump ist der Kandidat. Und mit dem müssen sich jetzt Demokraten beschäftigen. Und wenn du das Neueste siehst, was die neueste Umfrage vom Wall Street Journal, sieht es für den Joe Biden noch schlimmer aus als für den Ron DeSantis. Also von dem her tust du jetzt ein bisschen frühzeitig dich freuen. Also ich habe natürlich andere Wahlumfragen gesehen, wo heisst, Biden gegen Trump ist in etwa gleich, aber Nikki Haley würde den Biden ganz klar schlagen. Das ist ja interessant. Also eigentlich als Republikaner, und das bist ja du, weil alles, was nicht republikanisch ist, ist für dich Gift, dann nimmst du sogar einen Trump in Kauf, oder wenn es dann nicht anders geht. Aber die Nikki Haley wäre eigentlich die, die Chance hätte. Ich kann schon etwas klarstellen. Ich bin grosser Fan von Bill Clinton, hätte sogar auch Hillary Clinton akzeptabel gefunden, ist nicht wahr. Ich habe durchaus Demokraten, die ich super finde, aber die linksextremen Demokraten, die jetzt Joe Biden im Griff haben, die linksextremen Demokraten müssen weg. Die machen eines der besten Länder der Welt kaputt. Und von dem her hat auch Donald Trump natürlich vollkommen recht. Es ist jetzt eine Entscheidungswahl und die müssen die Republikaner gewinnen. Und wenn es halt Donald Trump ist, dann wird es Donald Trump machen. Also, die Nikki Haley, die ist jetzt das erste Mal richtig gegen den Donald Trump angetreten, hat unter anderem gesagt, er ist einfach geistig nicht mehr da. Er hat letzte Woche zum Beispiel sie verglichen mit Nancy Pelosi, also der Nemesis von Donald Trump. Ja, viel Glück. Oder hat gesagt, er hätte die Wahlen gewonnen gegen den Obama. Oder verloren gegen den Obama, dann war es gegen den Biden gewesen. Also, und sie sagt, in 3 Jahren ist er über 80, jetzt wir haben ein ähnliches Problem wie beim Biden. Das sagt sie jetzt offen als republikanische Kandidatin, kurz vor Torschluss, muss man noch sagen. Gut, sie wird sicher nicht Vizepräsidentin, wenn sie das sagt. Aber nein, sie wird jetzt, das wird sie hat sehr viele falsche Freunde jetzt gemacht. Sie wird extrem unterstützt von vielen Leuten, die eigentlich eher Demokraten sind. Weil sie natürlich damit rechnet, dass man so könnte in Nikki Haley bringen. Und weil der Biden haben sie teilweise schon aufgegeben. Und jetzt ist die neue Strategie. Ja, vielleicht Nikki Haley wäre noch besser, die haben wir wieder mehr oder weniger im Griff. Weil es geht natürlich häufig in Amerika wirklich auch um die grosse Frage, wie tut sich Amerika positionieren in der Welt. Genau. Und da gibt es viele Leute, die das Gefühl haben, der Trump, der macht alles kaputt. Was meiner Meinung nach nicht stimmt, außer Politik ist einer der grössten Erfolge, die er gemacht hat. Aber wir werden es sehen. Ja. Also, jetzt haben wir es wieder mal. Wenn wir mal hören, aber er ist wirklich traurig. Er hat jetzt nur noch den Trump. Der Ron ist weg, Nikki ist bald weg. Lieber der Trump als der Joe Biden. Ich weiss. Du musst sagen, die Demokraten sind viel ärmer in sich, wie sie spüren, der Joe Biden wird das nicht durchstehen. Aber immer noch, darf ich noch schnell die letzte These bringen? Michelle Obama kommt, musst du schauen. Also, das glaube ich nicht. Aber das wäre noch ein Hammer. Das wäre also wirklich nicht nur bei der SCG an der Spitze eine Frau, sondern sogar in Amerika. Ja, natürlich.
Michel noch dazu. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung kann man auch im Internet natürlich abonnieren. Als Podcast wird wiederholt heute Abend. Nächsten Montag haben wir wieder einen Fixtermin. Alles Gute, schönen Abend und gute Woche. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.